Tief Feline brachte im Erzgebirge einen sehr unangenehmen Rosenmontag. Immer wieder zogen starke Schneeschauer durch Sachsen, beeinflussten vor allem das Erzgebirge. Bis zu 10 cm Neuschnee brachten die Schneeschauer und demzufolge wurde es gefährlich glatt auf den Straßen. Sonnenschein und Sichtweiten unter 100 Meter wechselten sich auf kurzer Distanz ab. Autofahrer mussten die Geschwindigkeit anpassen. Tiefster Winter und jede Menge Schnee liegen auf dem Fichtelberg. Freud und Leid liegen da nahe beieinander. Optimal, heute früh Sonne, jetzt hat es ein bisschen zugezogen, Schneeschauer, passt. Man konnte gut Langlauf machen und dann nach Mittag hat es dann eben angefangen zu stürmen, zu schneien. Und naja, da war es halt etwas winterlicher, sage ich mal. Dicke Eiszapfen zeigen derzeit keine Spur vom Frühling, im Gegenteil. Teils fegte sogar mit dem Schneeschauern ein regelrechter Sturm über das Plateau des Fichtelberges. Für eine Weile geht es schon, für ein paar Minuten. Und wie habt ihr euch gegen die Kälte geschützt? Klamotten. Mehrere Lagen, verschiedene Schichten und bewegen. Ja. Und deswegen müssen wir jetzt los. Nach dem milden Januar nun tiefster Winter, zumindest im Erzgebirge. Die Wintersportler wird's freuen. Schließlich machen die Winterferien ihrem Namen diesmal alle Ehre.